Für eine neue Lohnunternehmergeschichte sind wir unterwegs im bayerischen Unterfranken. In Steinmark bei Marktheidenfeld hat Schwab Land und Technik seinen Standort. Im Wesentlichen sind es die Brüder Lukas und Christoph, die zusammen mit ihrem Vater die meiste Arbeitskraft in den Lohnbetrieb einbringen. Bei zwei Besuchen haben wir den Jungs während des Wegebaus und einem spektakulären Winterdiensttag über die Schultern geschaut. Im Wegebau bzw. der Wegesanierung ist Schwab Land und Technik seit 2017 tätig. Gezielt wurden zwei Waldrad-Traktoren konfiguriert und zusammen mit passenden Anbaugeräten angeschafft. Die ersten Monate in diesem neuen Geschäftsfeld haben bereits gezeigt, dass der Bedarf in der Region groß ist. Vater Thomas ist bei vielen Aufträgen mit dabei und unterstützt seine Jungs bei der Ausführung der Jobs. Bei vielen Aufträgen im Wegebau ist der erste Arbeitsschritt das Herrichten des Banketts. Nach längerer Recherche hat man sich für ein frontangebautes Gerät des österreichischen Herstellers PTH entschieden. Lukas schätzt gegenüber vielen anderen Bankettfräsen, die im Heckanbau gefahren werden, die gute Sicht auf sein Arbeitsgerät. Ebenfalls von Vorteil ist, dass im Heck eine weitere Maschine mitgeführt werden kann, die früher separat transportiert werden musste. Ziel ist es, einen anständigen Wasserablauf zu gewährleisten. Bei diesem Auftrag nahe Bischbrunn gilt es im nächsten Schritt nun die Asphaltdecke aufzureißen. Den eigentlich für den Agrareinsatz gedachten Tiefenlockerer des spanischen Herstellers Niubo hat man dabei etwas zweckentfremdet und fährt ihn in der Front oder im Heck. Durch die äußerst robuste Konstruktion und den Wechsel auf Baggerlöffelzähne lässt sich mit den Zinken aber super unter die Asphaltdecke greifen. Und das bislang ohne auffällige Verschleißerscheinungen. Die beiden N-Serien von Valtra sind praktisch baugleich und wurden 2020 geliefert. Mit 201 PS handelt es sich bei dem Modell N174 um einen der stärksten Vierzylinder am Markt. Für den Betrieb der Bankettfräse wurde die große 200 Liter Hydraulikpumpe bestellt. Der ältere der beiden Traktoren hat nach knapp einem Jahr Betriebszugehörigkeit bereits 500 Stunden auf der Uhr. Nur wenige hundert Meter entfernt hat unterdessen die Vorführung eines etwas anderen Wegebaukonzepts begonnen, für das sich auch die Jungs von Schwab Land und Technik interessieren. Robin ist Produktspezialist bei Valtra in Finnland und mit einer T-Serie mit Zwischenachsgrader im Herbst 2020 auf Vorführtour in Deutschland. Der Ansatz gegenüber in der Front oder im Heck angebauten Planiergeräten ist dabei der, dass diese Anbauräume weiterhin für andere Geräte nutzbar bleiben. So lässt sich beispielsweise der Frontlader als nützliches Hilfsmittel beim Wegebau weiter einsetzen. Per Joystick wird der speziell für die Verwendung am Traktor gebaute Grader von Arctic Machine ausgerichtet. Je nach Anstellwinkel ist eine Arbeitsbreite von bis zu 3,45 Meter möglich. Der Auflagedruck wird ebenfalls in der Kabine justiert. Je nachdem, wie hoch dieser eingestellt ist, desto schneller weicht der Grader beim Auftreffen auf ein Hindernis zurück. Der Umbau findet im Rahmen des Valtra Unlimited-Programms statt. Darin gehören spezielle Lackierungen wie die der Traktoren von Schwab Land und Technik oder solch ein Zwischenachsgrader noch zu den einfachen Sonderwünschen. Für andere Kunden wurden da schon Mikrowellen in der Kabine verbaut, Raupentechnik realisiert oder fürs finnische Militär eine Halterung für das Maschinengewehr montiert.
Zurück zum Wegebauauftrag von Schwab Land und Technik. Nach der Bearbeitung des Banketts und dem Aufreißen des alten Fahrbahnbelags kommt nun der massive Steinbrecher zum Einsatz. Schwerstarbeit für Christophs Waltrer. Die 2 Meter breite Maschine des spanischen Herstellers TMC frisst sich durch das Gestein und die Asphaltreste. Die Körnung wird durch die Fahrgeschwindigkeit und den Öffnungswinkel der Klappe beeinflusst. Lukas kümmert sich direkt im Anschluss um das Verdichten und Profilieren. Fast just in time wird der Kalkschotter an der Baustelle angeliefert. 3-4 cm sind für die Schichtdicke kalkuliert. Das macht in etwa 20 Tonnen pro 100 Meter. Das Team ist eingespielt. Der Kunde bekommt nach detaillierter vorausgegangener Planung ohne weiteres Zutun den Auftrag durch Schwab Land und Technik organisiert, ausgeführt und abgerechnet. Nun wird der Kalkschotter eingearbeitet. In der ersten Überfahrt kommt der langsam drehende Fräsrotor zum Einsatz. Je nach Kundenwunsch wird ein Dachprofil oder ein einseitiges Profil geformt. Während der zweiten Überfahrt wird der Rotor ausgehoben und mit dem Plattenverdichter die Fahrbahndecke verdichtet. Drei Monate später machen wir uns erneut auf nach Unterfranken. In vielen Regionen Deutschlands haben außergewöhnlich niedrige Temperaturen und teils heftige Schneefälle Anfang Februar für einen kräftigen Wintereinbruch gesorgt. Viel zu tun für Schwab Land und Technik. Wir treffen Lukas und Christoph mit ihren beiden Waltras bei den Räumarbeiten eines Wirtschaftswegs nahe des Betriebsstandorts. Beide Schlepper sind mit 3 Meter breiten Räumschildern sowie Salzstreuern ausgestattet. Eines der Räumschilder ist dabei ein Vario-Schild, dessen Anstellwinkel sich verstellen lässt. Das sorgt für mehr Flexibilität bei der Räumarbeit. Die N-Serien wurden in der Ausstattung Direct mit stufenlosem Getriebe angeschafft. Aufgrund der vielen Straßenfahrten oder auch wie hier der Arbeit im Winterdienst ein deutlicher Komfortgewinn. Der Schneefall wird immer heftiger und so müssen sich Lukas und Christoph schon deutlich früher wieder auf den Weg zu einem ihrer Gewerbekunden machen. Zuvor heißt es jedoch am Standort einen kurzen Zwischenstopp einlegen, um Streusalz aufzuladen. Nach 2 milden Wintern fordert der Jahresbeginn 2021 vollen Einsatz. Lange Tage, mitunter auch Nächte mit Ausrückzeiten morgens um 3 Uhr gehören Anfang Februar zur Tagesordnung. So ist es auch die eigene körperliche Fitness, die neben parkenden Autos, verborgenen Bordsteinkanten oder Pollern der Räumtechnik gefährlich werden kann. Die Anforderungen der Winterdienstbetreuung sind dabei sehr unterschiedlich und natürlich maßgeblich von der Witterung abhängig. Manche Industriebetriebe fordern nach Möglichkeit 24 Stunden und 7 Tage die Woche geräumte Flächen. Bei anderen Kunden wiederum gilt es morgens früh um 7 die Flächen sauber zu haben. Salz wird in der Regel mitgestreut. Das geschieht geschwindigkeitsabhängig und somit fast aufs Gramm genau. Pro Quadratmeter sind 10 bis 20 Gramm in etwa ein Richtwert, der üblich ist. Zwei spannende Drehtage rund um das Lohnunternehmen Schwab Land und Technik gehen hier im fränkischen Schneegestöber zu Ende. Wir machen uns auf den Heimweg. Für Lukas, Christoph und Thomas wird es jedoch wieder eine lange Nacht. Wenn euch interessiert, was der Betrieb sonst noch so alles macht,
dann besucht deren Website oder folgt ihnen auf Instagram.